Minute. Ich versuche gerade jetzt hier mal dieses komische aus dem Felsen rauszukriegen, dass der so bayerisch aussieht. Ich mache hier mal gerade so ein bisschen Terraforming. Die Idee war, dass man hier so quasi rumgehen kann. Und zwar, dass man jetzt hier so grüne Stellen drauf hat. So leicht grün. Oder umgekehrt. Nee, das passt schon ganz gut. Da kommt, da wächst Gras drauf, so ein bisschen so. Hier oben. Und dann hat man hier diesen Felsen. Und dann werde ich mal hier nochmal auch nochmal ein ganz kleines Stück rüberziehen. Da muss man zwar nicht mehr ganz so viel Angst haben, dass man da abstürzt. Aber aufpassen sollte man schon, ne? Aber das ist nicht ganz so gefährlich, so ein bisschen sicherer. So. Ach, das macht so einen Spaß. Ich könnte jetzt irgendwie 3 Tage an diesen Felsen hier rumtüdeln. Oh, könnte ich hier auch oben? Weiß ich gerade, ob ich hier oben nicht auch noch ein bisschen Wasser irgendwie integriere. Es ist immer so witzig, wenn ich sowas anfange. Es verselbstständigt sich dann irgendwie. Ich plane da überhaupt nichts vorweg. Ich fange einfach an und guck, was wird. Das finde ich so schön, dass man das hier machen kann. Ne? Und da ja noch irgendwie keine Tierpfleger und Tiere haben, die irgendwie so rumnerven, kann man sich hier ja noch total genussvoll ausbreiten. Ne? Hier unten muss noch mal Felsen hin. Die Idee war ja nur, so eine kleine Insel zu machen, ne? Zack, wird das schon wieder so ein Großbauprojekt hier. Aber dann ist das halt so. So, warte mal. Und da muss ich jetzt mal irgendwie Bäumchen haben. Da kommen Birken rauf, glaube ich. Diese. Die hier so schräg packen, aber die passen da super hin. So schön kruckelig. Muss ich den noch kurz wieder wegnehmen? So, die andere ist auch eine hin. Wo ist meine Lieblingsbirke? Da. Da kann auch sowas hier so eine Wurzel rüber gucken. Das finde ich auch immer cool. Weil die Natur ist ja echt so, ne? Die findet ja einen Weg. So, mal hier unten noch eine größere hin. Das wird die Birkeninsel. Birken aus. Ach, nee. Ach, das war jetzt nicht so eine gute Idee. Also, müssen wir nicht noch mehr Birken haben? Habe ich ja schon wieder irgendwelche Filter drin. Es gab doch noch so andere Birken. Na komm. Ich bräuchte mal noch ein paar Brennnesseln hin. Und hier machen wir, glaube ich, mal diese lila Blumen. Wo sind sie da? Ich finde, die passen so gut zu Birken. Und dann bräuchte ich dieses silberne Kraut. Das finde ich total. Das habe ich immer gehabt bei meinen Rentieren. Diese lila Blumen mit den silbernen Kraut. Das passt total gut. Auch wenn man jetzt so schnell macht, dass man nicht außerdem wieder so eine Blume in die Luft setzt. Nee, aber die sind alle unten. So, und zwar, wie heißt das? Salbei? Das ist Salbei-Zeus. Ja, das finde ich passt da irgendwie so super zu. So. Hä? Was ist das? So, ich glaube, ich muss doch mal meine Anhalt-Tastatur nehmen. Ich spiele momentan mit einer ganz normalen Tastatur. Und ich merke gerade, dass ich mich da total schwer mit tue. Weil ich diese Einhandtastatur so gewohnt bin. Waren das die Preiselbeeren? Ja, ne? Die ich hier unten immer noch hatte. Genau. So als Füller. Das ist doch schön.
Können wir eigentlich so, für die Leute, die es hier unten geschafft haben, wir auch noch einen Sitzplatz machen, ne? Aber ich weiß nicht, nee, komm, das reicht, wenn wir da oben noch einen machen. Aber da werde ich dann gleich aber auch nochmal einen Zaun rumziehen, sicherheitshalber. Aber das machen wir mal den Bewuchs vorher, bevor ich diese dahin ziehe. Die Barriere, weil danach kommt man da ja so schlecht dran. Kennt ihr das auch so, dass man irgendwie im Prinzip dann doch immer die gleichen Pflanzen wieder nimmt, wenn man so Lieblingspflanzen hat? Keine erreichbare. Das fällt dir jetzt auf, dass du kein erreichbares Mitarbeiterzentrum hast. Das fällt dir aber früh auf, junger Mann. Ah, das Gras ist auch schön. Die habe ich gesucht für das Dorfbürgen. Ach, das ist eine Pappel, ist das. Deswegen habe ich die nicht gefunden. Na, nicht so schief. So. Und ich meine, so unten müssen wir noch irgendwie so ein Busch hin. Nee, den nicht, den nicht, den nicht, den nicht. Bombeersträuche vielleicht? Nee, auch nicht. Jetzt hätte ich doch mal diesen anderen gerne. Was? Ich schaffe auf Pause. Ne? Lass mich in Ruhe. Manchmal brauchen wir einen schönen großen Busch. Obwohl, die Esche. Nee, Quatsch, die passt da nicht hin. Da nehmen wir den wieder. Irgendwie lande ich dann doch wieder beim gezähnten Schneeball, weil ich den so toll finde. So, aber ich möchte jetzt noch mal was Größeres haben. Warte mal, ich habe doch bestimmt noch was auf meiner Merkliste. Nein, wir wollen nicht den großen Baum. Stechpalme ist auch schön. Guck mal, ein Stechpalmenbusch. Gibt es zwar, glaube ich, gar nicht als Busch, aber ist mir egal. Bei mir schon. So. Und den da noch mal so an den Hang. Aber eigentlich habe ich einen anderen gesucht. Azalee? Was ist das denn? Ach, das sind die Hortensien, ne? Sind die das? Ne, wir hatten doch Hortensien. Irgendwie gab es doch jetzt, ne? Hortensien, da sind sie. Oh, wie cool. Der passt doch. So. Kann man die eigentlich auch einfärben? Warum nicht? Hortensie gibt es doch in ganz vielen Farben. Warte mal. Wie geht er da jetzt nicht hin, so wie ich das haben will? So. Kann aber auch drei. Jetzt müssen wir jetzt den nochmal wegnehmen hier. Der muss ein bisschen mal darüber. Der kommt da hin. So, wenn wir so wie Büsche machen, dann brauche ich auch keinen Zaun, ne? Jetzt gucke ich mal, ob ich in der Mitte so einen dicken, fetten Wehchen kriege. Wieso geht denn Wege weg? Wo meine Wege hin? Kann sagen. So, jetzt machen wir mal, hier kann man doch irgendwie auch abflachen, ne? Gelände abflachen. Mach jetzt aber nichts kaputt. Was kaputt gemacht? Nee, Gelände abflachen ist immer so gemein. Wo ich überlege gerade, oh Mensch, ja, ist ja gut. Ich bin in Ruhe. Ob ich das sogar da so lasse mit dem Kreis? Eigentlich wollte ich den Weg wieder wegmachen, aber vielleicht so ein. Oder so ein. Ach, irgendwie finde ich den ganz hübsch sogar. Den lasse ich jetzt mal. So, da muss ich jetzt eine große Runde. Bank will ich da jetzt rein, diese Runde. Wo ist hier denn? Wo ist die Runde? Oder den hier? Ist auch süß. Nee, die will ich haben. So, der kommt da jetzt hin. Und der kriegt jetzt so einen schönen, wo ist denn dieser Standardschirm? Den da finde ich gut. Wieso geht er jetzt, schnappt der nicht da rein? So. Und den machen wir aber in den Grün.
glaube, ich lasse den Weg da oben sogar so. Wenn ich jetzt Papierkorb hinstelle, will der wahrscheinlich der Zugpfleger da hinkommen und quakt rum. Ich komm da nicht hin. Aber der muss jetzt irgendwie noch ein bisschen verrückt werden. Steht nicht. Bin schon denn. Der Monk meldet sich gerade. So. Komm, da stellen wir da auch noch. Ach, das finde ich gar nicht so schlecht. Guck mal, das kann ruhig ein bisschen rüberwachsen, aber nicht, vielleicht nicht so doll. Das. So, dann kommt das auf der Seite auch nochmal rüber. Ein bisschen gedreht vielleicht. Dass das schön zugewachsen ist. Das finde ich gut. Das gefällt mir gerade richtig gut. So, also erstmal Einrichtung. Jetzt brauche ich nochmal einen Mülleimer. Da gab es ja auch einen neuen. Oh, guck mal, den bunten. Ja, den noch, das ist der neue, ne? Der ist ja auch schick. So, dann stellen wir da hin. Und den machen wir jetzt aber auch grün. Den schon, ne? Ist doch hübsch. Oh, ich mag das. Hier kommt jetzt der Weg rüber. Irgendwie ist nicht im Weg. Super. Aber ich kann auch den mal nehmen. Geht mal ein bisschen besser. Ich glaube, das lasse ich da sogar, das Holz. Warte mal, ich könnte auch Holz machen, ne? Aber es gibt doch bei Wegen auch dieses dunkle Holz. Vielleicht sieht das sogar besser aus. Oder das da. Das. Oder das. Hm, das ist so ein doofer Rand. Das oder das? Ich glaube, so eine Holzterrasse sieht am besten aus. So? Ich glaube, ich lasse es so. So, das muss er ja auch noch irgendwie hinkommen, ne? War auch noch was. Ach, die kommen mit dem Boot. Vielleicht mache ich ja nachher so einen Bootsverkehr oder so. Irgendwie werden die da schon hinkommen. Die haben alle so ein Paddelboot. Oh ja, das ist wohl eine gute Idee. Wir machen da gleich so ein Boot hin. So, das geht hier da so rein. So. Und hier muss auch noch irgendwie so, das ist auch noch irgendwie gerade. Das ist ein bisschen größer. So. Und den. Warte mal, den in klein. Dann kann man hier so hoch. Kann hier so rumgehen. Muss man da ganz rumgehen, wenn man da hoch will. Es ist so, macht so einen Spaß, dieses Spiel. Es ist alles völlig sinnfrei, aber egal. Aber ich glaube, wir machen hier dann auch nochmal einen Zaun hin, ne? Das wäre sonst ein bisschen zu gefährlich, wenn die Leute hier rumlaufen. Hier ist doch schon eine kleine Klippe. Wir machen hier nur so einen kurzen Zaun. So, dann gehen wir hier so lang. Und dann da lang. Und dann da lang. Ich wäre so tot, wenn ich da oben bin. Da lang, da lang. So. Und hier. Machen wir den auch ein bisschen höher.
das machen wir auch mal. Und hier mache ich jetzt einen kleinen Zaun hin. So, hier machen wir so einen Absperrzaun hin, damit Leute dann hier runterplumpsen. Lala, lala, lala. Was ist denn so ein Zaun hier wieder hin? Da. Und zwar gab es noch so einen Gitterzaun, ne? Der? Vielleicht so? So ein Zaun? Also wenn ich den auf oberflächliche Ausrichtung mache, macht er sowas. Obwohl, ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Ist gar nicht so schlecht. Weg. So, den jetzt nochmal daneben rein. Das reicht doch so, ne? Schon fällt da keiner mehr runter. So, und hier. Ich glaube, hier machen wir dann auch. Guck mal, was machen wir denn da mal für einen? Oh, auch noch einen kleinen Zaun, aber da würde ich gerne so einen schöneren. Den, ne, den hier habe ich gesucht. Den hier vielleicht so. So. Den hier. Ja, ich glaube, das war euch so schräg. Sieht zwar ein bisschen aus wie ein Viehzaun, aber soll ja auch nur so ein Sicherheitszaun haben. Und der hat so ein beeindruckendes Bild, so dass man sagt, so, huhu, der darf so nicht lang. Oh, oh Mann, der muss jetzt ein bisschen gekippt werden, ne? Kann ich die, sind die nicht irgendwie zusammen? Oh, ich weiß nicht mehr, wie man jetzt mehrere markiert. Ging doch auch mal. Muss ich echt mal nochmal wieder recherchieren, wie das mit der Gruppe geht. Mal lieber, mit Shift geht's nicht. Nee. Mit Steuerung ist auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wie das Gruppieren geht. Obwohl, der Zaun sieht doch irgendwie scheiße aus. Ich weiß nicht, was, ich glaube, ich mache da doch wieder so ein anderen hin. Der sieht so ein bisschen nach Viehzaun aus. Muss ich echt mal rausfinden, wie das mit dem Gruppieren geht, echt. Oh Gott, das ist alles so lange her. Peinlich. Ich habe das früher wie so alles im Schlaf gemacht. Nee, wir machen das so. So. Halt, den Satz soll auch nehmen. So. Oh, wieso biegt der jetzt sich nicht? Oh, das ist aber wie wahnsinnig hier die Steuerung bei den Wegen. So. Das reicht. Es geht ja nur um dieses kleine Stück hier. Und der muss auch noch weg, der ist nicht gebogen. So, und der muss noch gebogen werden. Dann hat man hier so ein S. Ja, das finde ich gut. So wollte ich das haben. So, den erstmal runter. Und dann machen wir da auch keinen elektrischen Maschendraht. Ja, das reicht. Gut. Geht dann nur darum, dass sie hier nicht keinen Abgang machen. So, und hier ist die Anlegestelle. Da kann ich mir eigentlich mal so einen Steg hinmachen, ne? Das wäre eine Idee. Hier brauche ich einen Steg. Und dann können die da mit dem Boot anlegen. Hm. Wo ist mein Holzfilter? Holzbau. So, dann machen wir jetzt mal so Planken. Holzplanken. Ja, die hier finde ich schön. Ah, die sind so kurz. Gibt es die auch mal lang? Jo. Warte mal, ich muss aber erstmal das Ding hier wegnehmen. So. Ne, den brauche ich. Den. Und jetzt muss der einmal so gedreht werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Haut ihr nochmal so.
Ist er breit genug? Oh, ne? Nehmen wir den. Die Planke. Ja, ach komm, die ist gut. Kann das ruhig so ein bisschen Luft zwischen sein. Jetzt spätestens, wo ich anfange, solche Sachen zu bauen, sollte ich jetzt echt mal wieder rausfinden, wie das nochmal ging mit dem Gruppieren. Scheiße. Boah, das ist lange her. So. Boah, es geht so ja auch. Ganz verleert habe ich das ja noch nicht. So, reicht das schon? Und jetzt müssen wir nochmal den Ding drehen. Und dann nehmen wir aber, das muss auch schon noch länger, ne? Oh. Das ist gar nicht so schlecht. Ha. Eigentlich wollte ich jetzt hier nur so einen Balken lang machen. Ja, genau, den wollte ich gesucht. So. Das passt jetzt ziemlich gut sogar, ne? So, und da auch noch einen ran. Das passt da jetzt nicht. So. Und jetzt, mal auf. Brauche ich noch so einen Pfosten. Der war gar nicht so schlecht, aber ich glaube, ich brauche mal so, gibt doch noch den hier, ne? Den. Das war ein bisschen afrikanisch, aber... Ne, der ist jetzt afrikanisch. Der ist mir zu. Also Dings da. Hier so ein braun war. Was ist das hier für einer? Der ist gut. Der ist gut. Ach, jetzt macht er das wieder in so. Mit der Richtung ist wieder dieses Problem. Ist ewig. Ich wusste da auch mal, wie das gelöst wird. Ich habe es bloß vergessen. Irgendwie gab es da einen Trick, dass er das nicht mehr so komisch macht. Ah. Ne, bleib dabei. Wie war das jetzt zu wechseln? Ne, da geht mich damit auch nicht. Ach, ich hasse es. Na gut, wir brauchen ja nur zwei. Muss ich mal nachgucken. Ich hatte wusste immer, wie das geht. Gibt es so einen Trick, dass er dann irgendwie in die richtige Richtung geht? Aber da, guck mal, setzen wir noch einen runter. Sieht man sowieso nicht, nächstes Jahr nur so aus, wenn er nicht weitergeht. Das reicht doch so. So, brauchen wir da noch ein Geländer oder fahren die Leute da sonst runter? Immer das Falsche erst. Hä? So wie ein Filter. Folter zurücksetzen. Dann nehmen wir mal mit dem vielleicht. Hier weg. Ja. Obwohl, wenn da ein Zaun ist, können sie ja nicht mehr anlegen, ne? Das ist vielleicht suboptimal. Ich meine, die können vorne anlegen. Stimmt. Sollen sie vorne anlegen. Obwohl, also so schick. Nee, ist Quatsch. Man will ja auch mal sitzen und die Füße ins Wasser baumeln lassen und so. Ah, nein. Jetzt habe ich meine Pfosten weggemacht. So. Nee, es passt schon so. Dann können sie da... Es ist ein bisschen tief alles, ne? Oh, wieso kriege ich das denn nicht? Wie ging denn das nochmal? Mit dem Markieren. Y, X, V. Gibt's auch eine Taste gab es da zum Gruppieren. Ich weiß nicht mal welche. So mit Alt geht's nicht. Control geht's nicht. Mit Shift geht's nicht. Mit S? Nee. Ah, was hab ich jetzt gemacht? Halt. Ich hab's vergessen. Ist nicht ganz unten, ne? Mein Monk sagt, das muss nach unten.
Das ist völlig bescheuert, ne? Sieht sowieso keiner. Aber ich weiß es ja. Das reicht. So. So. Ich finde, das reicht so. Ein bisschen höher hätte er noch gekonnt. Ist vielleicht ein bisschen tief, der Steg. Die sind sehr tief, ne? Wieso weiß ich denn nicht mal, wie man gruppiert? Hä? Das fällt mir nicht mehr ein. Vielleicht Alt-Shift-G? Nee, das ist ja das. Ich mache mal kurz eine Pause. Nee, Quatsch. Machen das bis nächstes Mal. Ist sowieso gleich vorbei, die Folge. Bis nächstes Mal habe ich das rausgefunden. Wie das geht. So. Jetzt müssen hier aber irgendwie noch mehr Bäume hin. Das ist schon eine kuriose Insel, ne? Die andere Seite müsste auch noch... Und meine Maus muss ich auch noch umstellen. Die hatte ich sonst immer anders eingestellt. Ich weiß zwar nicht mehr wie, aber besser. Mit dem Verschieben und so, dass es dann irgendwie so zentriert. Muss ich auch nochmal gucken, wie ich das gemacht hatte früher. Das ist momentan noch so ein bisschen alles ein bisschen hakelig. Nicht so, wie es mal war. Wenn ich das so verschiebe und drehe, war im Mittelpunkt. Nee. Ah, muss ich nochmal gucken, wie ich das eingestellt hatte. So, jetzt machen wir hier, sagen wir, noch ein bisschen bunt. Können wir auch noch Hortensien. Oh ja, komm, jetzt wird der Hund. Das wird die Hortensieninsel. Das ist eine gute Idee. Die wunderbare Hortensieninsel. Sieht ein bisschen aus wie so eine Torte, ne? Aber das macht nichts. So, den kann ich mal wieder ausstellen, ja. So, den brauchen wir nochmal. Den da. Und der muss wieder. Ich muss das mal. Kann man das nicht mehr irgendwie höher machen hier? Ne, kann man nicht, ne? Weil er mich immer so runterfisseln muss. Der Busch steht über. Muss auch gleich noch weg. So, dann muss dieser Busch da oben nochmal weg. Das sieht komisch aus, oder? Ich ziehe das auch. Nee, komm, wir machen den mal. Ein Stück weit darüber. So, dass er nicht so ganz weit übersteht. Und da muss noch irgendwas hin. Da muss noch was hin. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die rote Blume hieß. Tamar, irgendwie Tamarinde oder so. Haha. Ha. Weg. Den brauche ich. Weil ich finde, bei dem macht das nichts, wenn er so ein bisschen übersteht. Obwohl da oben, echt? So. Und hier auch noch. Warte mal, die muss ich sogar ein bisschen kippen. Sieht das komisch aus. So. Oh, die kann ich hier oben auch nochmal raufstellen, ey. Alles gut, Hund? Ja, wird.
Mann, diese Insel, die dauert aber echt lange, ne? Aber wie gesagt, ich wollte mir ja Zeit lassen hier mit dem Ding. Jetzt müsste da unten eigentlich irgendwie so ein Bär rein. Oder wir müssten irgendwelche Tiere leben, die ungefährlich sind. Aber irgendwie habe ich nur noch gar keine Lust auf Tiere. Und fällt hier auch noch eine hin? Noch ein Zehner. Warum nicht? Warum nicht, ne? Ich hab da gerade so viel Spaß dran. So, also den nochmal klein. Nee, so, so klein und aufwendig. So, das lasse ich jetzt für die wagemutig so. Das fällt mir ja auch nicht so tief. Da mache ich jetzt keinen Zaun hin. So, dann kommt da jetzt auch noch ein Bänkchen hin. Den. Ich finde den ganz schön hier, den neuen. Und dann. Oh, ich hätte den gerne jetzt andersrum, so dass man nach außen guckt. Es ist doof, dass das nicht geht. Den hier vielleicht? Können wir vielleicht sogar zwei hin? Nee, ja. Oder den hier. Die ist auch nicht schlecht, ne? Oder die, die ist ein bisschen klein. Was ist denn das für ein Ding hier? Das kenne ich noch gar nicht. Ist gut, nehmen wir. Aquatisch. Ach siehst du, da war ich ja noch gar nicht. So, warte mal, dann machen wir mal ein hell. Oh ne, nicht so ganz hell. Grün. Grün passt doch gut. Grün passt immer. So, und den machen wir jetzt auch wieder ein andersrum. Hellgrün mit dunkelgrün. So. Aber dann mache ich den Weg wieder weg. So. Da haben wir eine schöne Sitzbank. Und da machen wir jetzt auch hier wieder das Bäumchen hin. Viel von den Zeus. Eigentlich könnte man die auch so themenbezogen machen, ne? Wo warst du denn? Ja, ich war am Tamarindensetzplatz. Ah, wir waren bei den Hortensien. Sowas so zum Beispiel, ne? Gäbe ja auch irgendwie Sinn, ne? Das brauche ich nochmal. Sowas da. Füllen. Oh, dann machen wir mal eine Oberfläche ausrichten wieder. So, das ist schon mal auch mal schön Platz, ne? Und hier, da fehlt irgendwas. Nicht so irgendwie. Machen wir jetzt hin. Oder wie kommen wir? Machen wir mal kurz das Gras hier. So, als Sitzplatz. Aber da, wo die Leute immer sitzen, ist es natürlich ein bisschen abgetreten. Und hier an der Ecke. Was haben wir denn hier eigentlich? Ist auch hübsch. Oder passt da nicht zu. Da bräuchten wir jetzt mal irgendwie. Ah, wie hieß denn die andere nochmal?
Ist hier nicht auch was mit Schnee? Schneeball? Baum? Nee, wie ist denn der? Drossel. Drosselbeerbusch hieß der. Genau, Drossel. Den habe ich gesucht. Den machen wir jetzt vielleicht noch dahin. Ach, immer dieses Ausstellen mit diesem Oberfläche ausrichten, an, aus, an, aus. Das nervt so ein bisschen. Muss ich echt mal gucken. So, dann hat man den jetzt als natürlichen Zaun. Den fahrt da auch keiner. Dann kannst du nicht mehr rüber gucken, ne? Ist ja auch mit Aussicht dann nicht mehr viel. Obwohl, da könnt ihr rüber gucken. Da kriegen die schon hin. Ich möchte jetzt mal irgendwas Buntes haben. Und hier sowas Helles. Ich sehe das, was man den da so zwischen macht. Ne? So, den da mal mischt mit dem. Oh, das sieht ganz gut aus. Ah, das lockert das ein bisschen auf. Ist das nicht so komplett langweilig? Das ist ja auch hübsch. Das ist ja ein richtiges Paradies hier. Alles bunt. Und jetzt war noch so einer dazwischen als Highlight. Voll die Tropeninsel. Nee, das ist doof. Passt nicht. Irgendwas brauche ich hier vorne noch hin. Irgendwas fehlt mir da noch. Weiß aber nicht was. Was ist das hier? Der hier, der. Guck mal, das ist ein schöner Kontrast. Der passt da gut zu. Genau sowas habe ich gesucht. Oh, eine andere Farbe zwischen. Ich glaube, ich mache den Drosselbeerbusch da doch weg. Die sollen ja raufgucken, rausgucken können. Der steht mir so ein bisschen vor der Nase hier. So, dass man hier mal ein bisschen durchgucken kann. Dann mache ich lieber noch so ein Ding dahin. Wo ist er denn da? So, der kommt da dazwischen. Das finde ich besser. So. Naja. Ey, wenn man jetzt so zurückguckt, ne? Das sieht ja nach nichts aus, ne? Stunden dran rumgebastelt und immer noch nicht fertig. Aber das ist hier alles noch so irgendwie so unfertig. Da muss noch irgendwie was passieren. Ich glaube, ich mache da doch noch Steine hin. Okay, aber wir machen jetzt hier erstmal Schluss für heute. Und ich freue mich, wenn ihr mich weiterhin begleitet. Bis dann. Tschüss.